Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Day of the Tentacle Remastered. Ja, wir sind in der letzten Folge nicht wirklich weit gekommen. Ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt, das Spiel ist es aber nicht. Man muss nämlich so viel hin und her schicken durch das ganze Toiletten-Kloaken-Zeug. Und deswegen weiß ich nicht wirklich, was wir machen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zu Bernard. Genau. Zu unserem Bernard. Und versuchen da mal ein paar Sachen. Was haben wir hier? Die Zeitmaschine. Ich muss mir auf jeden Fall alles mal genau anschauen. Vielleicht haben wir ja irgendetwas übersehen. Treppe nach oben. Das Geheimlabor. So sieht's aus. So. Wir haben einen Schlüssel. Was sollen wir mit dem Schlüssel machen? Den anderen geben, dachte ich eigentlich. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Mann, wo läufst du hin? Eho. Ich wollte, dass du da ganz hoch läufst. Genau. Ja, hier werde ich erstmal nichts machen können, da wir keinen Groschen haben. Da haben wir ja den Schlüssel genommen. Und hier? Ja, du willst dich umbringen, ich weiß. Ein Hamster zu ihm lassen? Nein. Zum Tentakel nochmal rein? Ach, Tentakel. Oh, Videoband. Das hatten wir ja noch gar nicht. Kein Etikett. Wahrscheinlich unbespielt. Was wollen wir mit dem Band? Kann man es da reinstecken? Damit kann ich das Video nicht benutzen. Oh, aber wo kann ich das dann benutzen? Kann ich es ihr vielleicht geben? Sie, ja, eigentlich schon, aber... Damit kann ich das Video nicht benutzen. Rutsch mal rüber! Mach mal! Danke! Geh da weg! Verdammt! Damit kann ich das Video nicht benutzen. Wie kriege ich sie hier weg? Besser nicht. Aber wie kriege ich sie hier weg? Nein, danke! Irgendwie muss ich sie hier wegbekommen. Juhu, kleines Wuschelkuschelbärchen. Yippie! Nichts war ungut. Oh, okay, er will nicht wirklich mit dir sprechen. Verstehe ich. Verstehe ich voll und ganz. So, zu ihm? Er liebt doch seine Briefmarken. Also. Pony Express Marken. Ja, nicht unbedingt die wertvollsten. Aber wir haben einen ideellen Wert für mich. Wir haben noch Tinte aufgesammelt. Wo ist die Tinte? Ach, den haben wir Hoagie gegeben. Ach, verdammt, jetzt müssen wir wieder... Nein. Da müssen wir lang. Jetzt müssen wir wieder runter. Hat er die Tinte? Vielleicht müssen wir die Tinte ihm geben. Wieder zurück. Vielleicht braucht er gar nicht Hoagie. Sondern... Unser feiner Bernard. Könnte sein, ne? Dass wir vielleicht dann auch die Briefmarken das drauf machen und der dann ausrastet. Rein damit. Jetzt müssen wir allerdings... Wobei, was gibt's denn noch? Die Kurbel können wir wieder... Ach, wir können ja nur immer nur ein Objekt schicken. Verdammt. Ah, jetzt muss ich wieder runterlaufen. Das ist auch immer so doof, dass man immer wieder runterlaufen muss. Aber nun gut, ich glaube, ich bin dann auch gleich da. Geh runter. Los. Wackel mit deinem Böbchen. Ja, mach das. Wie witzig der da die Treppe runtergeht.
Du. So, dann kannst du das mal nehmen. So, was wollte ich noch rüberschicken? Öl? Ich glaube nicht, dass der Öl braucht. Diesen Brief vielleicht. So, nimm an dich. Hogi, was möchtest du denn noch? Wollen wir das? Die Kurbel vielleicht noch? Weil ich glaube nicht, dass wir hier die Kurbel brauchen. Frage ist, ob er sie brauchen kann, wenn er sie hier aufgesammelt hat, ne? Gut, jetzt versuchen wir das mal mit der Tinte. Wir haben Hamster. Hamster weiß ich auch nicht, für was wir das eigentlich brauchen. Aber das mit der Tinte könnte natürlich klappen. Das wäre cool. Wäre echt cool. Das behalte ich mal ein bisschen. Wir müssen ganz hoch, ja. Ganz hoch braucht man das. So, da. Bin ich gespannt, ob das funktioniert. Tinte! Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Jawohl. Toll, oder? Meine Pony-Express-Briefmarken. Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer! Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... Au! Oh, jetzt haben wir aber die Briefmarken. Negative Gefühle tun. Sehr gut. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall die Briefmarken. Und die Briefmarken nehmen wir auch mit. Können wir da rein? Oder hat er Angst? Raus hier! Nein, ich möchte dir doch den Hamster geben. Damit sollte ich ihn nicht belästigen. Nein? Kann der wieder zurück? Ach, nö. Hi, Ed! Vorsicht, Mann! Sonst mache ich noch etwas, was ich später bereue. Lieber nicht. Okay, aber wir können auf jeden Fall irgendwas mit ihm machen. Was können wir machen? Hey, der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Perversen vor allem, ja? Wir alle haben manchmal dieses Gefühl. Oh. Oh, jetzt ist er wieder happy. Aber wir haben unsere Briefmarke. Damit sollte ich ihn nicht belästigen. Okay, dann wozu brauchen wir unsere Briefmarke? Dafür? Besser nicht. Was stand eigentlich in dem Brief drin? Was machen wir mit ihm? Können wir nicht den Hamster hin? Ja, wir ruhen. Was stand hier Sie drin? Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Wir müssen ihn doch aufheitern. Moment. Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Ah, er kommt auch wieder, läuft. Ganz deprimiert. Sie sind brillant. Tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Oh, wie er sich freut. Ach, wie schön. Wir haben ihn aufgeheitet, aber leider war das... Ja. Oh, jetzt verstehe ich. Ich weiß, wozu wir diese brauchen. Wir müssen sie umdingseln hier. Was da? Jawohl, es stimmt. Ein unglaublicher 4000 Karat Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Lächerlich. Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Wanda ist bereit, ihren Anruf entgegenzunehmen. Na nee, wir haben doch kein Geld. Jawohl, es stimmt. Nein. Ein unglaublicher 4000 Karat Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Die Nummer lautet 1800 Star Wars.
ist Wanda aber... Wanda ist bereit, ihren Anruf entgegenzunehmen. Wir wissen Bescheid. Tür. Können wir die Tür zumachen, damit wir was sehen? Ja. Oh. Die Reste. Das werde ich auf keinen Fall anfassen. Nehmen? Das werde ich auf keinen Fall anfassen. Hier ist noch ein Telefon. Jetzt ruft er bestimmt wieder bei Wanda an. Teleshopping. Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Zum dritten Mal nein! Wir haben ein Schweizer Konto, auf dem nichts drauf ist. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Ups. Sie lautet 846-427-3... Ah! Nein, das wollte ich bei nicht. 5327. Okay, wir können nicht beschleunigen. Es tut mir leid, hier steht, dass das Konto leer ist. Beep, beep, beep. Genau. Genau so sieht's aus. So, steck mal das Ding da weg. Sehr schön. Telefon. Mein Vater hat auch so eins. Oh. Und hier ist auch so ein Mauseloch. Es ist ziemlich klein. Hamster. Nein. Nein. Okay, hier gibt's anscheinend nichts mehr. Außer eine Kamera noch oben, aber die... Ich habe Angst, ich sehe Edna. Nein, du siehst sie nicht. Sie sieht dich. Zu langweilig. Hm. Aber ich habe ja jetzt diese komische Knarre. Nee. Wir müssen runter. Runter. Wir haben ja die Knarre. Und das hier müssen wir auch noch. Wir brauchen das nämlich. Wir brauchen das für unsere... Aua. Na, bewegt sich meine Brille gleich mit. Da wollte ich es versuchen. Die Engländer kommen. Hä? Ich sehe überhaupt nichts. Nichts für Unmut. Wozu brauchen wir jetzt Feuer? So, Zigarettenanzünder oder Zigarrenanzünder. Und wozu sind die Schlüssel? Oh, da ist ja noch eine Tür, da war ich ja noch gar nicht drin. Oh, eine Mikrowelle? Der Duke. Gütezeichen Mikrowelle. Duke heißt das Ding. Was können wir in die Mikrowelle stecken? Den Hamster? Oh Gott, bitte nicht. Oh, ich dachte schon. Ja. Aber eine Gabel, die können wir mitnehmen. Sehr schön. Kaffee. Entkoffeinierter Kaffee. Können wir das oben auch nehmen? Kaffeemaschine. Das schwimmt schon weg. Was? Das schwimmt schon weg? Moment mal, wir haben entkoffeinierten Kaffee und normalen Kaffee. Können wir den entkoffeinierten Kaffee nicht tauschen mit Doktor sein Kaffee? Dass der mal einschläft? Weil wenn der nämlich einschläft, dann brabbelt der bestimmt irgendwas vom Code. Könnte natürlich sein, ich bin mir aber nicht sicher. Oh, wir haben hier eine Waschmaschine. Und ach, das ist eine Waschmaschine, das ist ein Trockner. Ein Minzschlitz. Man wirft hier 50er in den Trockner. Ich habe aber keine. Und wozu brauche ich einen Trockner? Da ist nichts zum Trocknen drin. Haben wir was zum Trocknen? Den Hamster? Nein. Ja, Gott sei Dank nicht. Das wäre es hier. Schrank, den können wir öffnen. Trichter. Wozu brauchen wir Trichter? Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Wieso nicht? Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Okay. Ich glaube nicht, dass die jemals wieder läuft. Ach so, ist sie wohl kaputt? Sieht kaputt aus. Oh. Ich kann sie nicht reparieren. Ich bin nicht so gut. Hier gibt's auf jeden Fall keine Kamera. Naja, wozu braucht man auch in einem Waschsalon eine Kamera, ne? Gut, dann mit der Mikrowelle weiß ich nicht. Wir haben hier vielleicht den Kaffee, damit der warm wird. Aber da ist Plastik oben. Koffeinfreier drauf. Hilft dir nicht. Moment mal. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark.
Ja, wie jetzt? Die fasse ich nicht an. Wieso nicht? Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Dann halt nicht. Dann gehst du wieder raus. So sieht's aus, wenn du hier nichts machen möchtest. Hier denke ich, ja, der Clown, keine Ahnung, was der Clown möchte von mir. So, wir haben den Kaffee. Was wollte ich jetzt mit dem Kaffee machen? Ich weiß auch nicht, was wir hier mit dem Videoband machen. Ja. Runter wollte ich gehen, ob das geht. Damit der mal einen entkoffeinierten kriegt. Damit er endlich mal einschlafen kann nach 2 Jahren. Aber wie lenke ich den ab? Danke. Das brauchte ich jetzt. Ist klar. Den Safe öffnen. Muss den Vertrag unterschreiben. Geh nach. Muss es für die Familie. Ja, geh hoch. Geh ihm nach. Los, du musst schneller laufen. Warte. Da ist ein Vertrag drin. Nimm ihn! Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Verdammt! Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Hä? Ich habe gehört, es sei nicht gut, einen Schlafwandler zu wecken. Ja, aber ich muss es irgendwie tun. Ich habe gehört, es sei nicht gut, einen Schlafwandler zu wecken. Er leidet unter Schlafwandlerei. Wie mache ich das jetzt? Fred steht im Weg. Naja. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Er macht es immer wieder zu, ne? Was mache ich denn jetzt, damit ich das nehmen kann? Habe ich irgendwas? Mit der Gabel? Besser nicht. Besser nicht. Ihn jetzt vielleicht aufwecken? Aber erst, wenn es offen ist. Wie soll ich das in ihn reinkriegen? Ja, Trichter. Das geht nicht, solange er sich bewegt. Ach du Scheiße, jetzt muss ich auch noch... Das geht nicht, solange er sich bewegt. Er bewegt sich doch gar nicht. Das geht nicht, solange er sich bewegt. Es wird daneben laufen. Okay... Hey, das ist kein Spielzeug. Ich muss ihnen auf jeden Fall jetzt irgendwie hier Kaffee geben. Das geht nicht, solange er sich bewegt. Ach, er bewegt sich doch nicht, Junge. Wenn er doch seinen Mund schon nach oben tut, dann bewegt er sich nicht. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe gehört, es sei nicht gut, einen Schlafwandler zu wecken. Verdammt, verdammt, verdammt! Das geht nicht, solange er sich bewegt. Okay, er bewegt sich ja eigentlich nicht, ne? Ich bin ja aber auch blöd, ne? Ich bin so doof. Ich könnte ja eigentlich raufgehen. Zu der Kamera. Purpur-Tentakel, Mann des Jahres. Tentakel besucht Weißes Haus. Er geht aber ganz schön schnell, ne? Der hat anscheinend einen sehr guten Plan gehabt. Der ist schon so weit. Schon fast im Weißen Haus. Mann, ich muss mich beeilen. So, jetzt muss ich hier jetzt erstmal gucken. Da ist er ja. So. Ich sehe den Safe. Ich kann fast die Kombination entziffern. Geh da weg! Mist. Die doofe Edna! Besser nicht. Kann ich hier nicht einfach den Trichter reinstopfen? Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Besser nicht.
Besser nicht. Bedrohen auch nicht, nein? Schade. Damit kann ich das Video nicht benutzen. So ein Scheiß. Ich sehe den Safe. Ich kann fast die Kombination entziffern. Es ist... Geh da weg! Mist. Ich überlege. Was können wir mit der Schwester Edna machen? Entschuldigung. Ne? Hallo, mein Kleiner. Dann sagst du wieder Kleiner. Nichts für ungut. Ach, verdammt. Geht gar nicht. Oh, aber habt ihr was gemerkt? Da schaut sie nicht mehr. Das kann ich nicht machen. Okay, dann nicht. Tür. Der wird mir nicht viel bringen. Da nach oben möchte ich nicht, da gibt's nichts. Was mache ich denn jetzt? Was ist mit dem Teil? Vielleicht muss ja da was rein. Wir setzen jetzt einfach den Hamster rein. So. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Nein! Das war doch nur ein Scherz! Ist das nicht ein bisschen mies? Keine Chance. Da sind Sachen drin, die aussehen, als wären sie dort schon eine Ewigkeit. Oh! Besser nicht, er sieht böse aus. Er wird sterben. Mach mal zu. Oh, vielleicht geht aber jetzt die Schwester Edna runter und rettet ihn. Wenn wir es ihr sagen. Mal gucken. Entschuldigung. Hallo, Süßer! Oh, Süßer! Hi! Nichts für ungut. Verdammt. Was machen wir denn jetzt mit unserem... Sieht wie der Flur aus. Jetzt bin ich traurig. Was machen wir mit dem Hamster? Der arme Hamster, reden wir vielleicht mit ihm? Nein, das möchte ich nicht. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Scheiße. Wir können nichts machen hier. Was ist denn jetzt mit dem Hamster? Puh, der wird doch sterben. Wobei, Moment, Tentakel. Ist das nicht ein Freund von ihm? Hey! Was gibt's, Bernard? Nicht viel. Immer noch dabei, die Welt zu retten. Okay. Ach so. Na, viel Glück dann. Ich bin am Überlegen. Was wir als nächstes tun? Der arme Hamster. Der wird sowas von sterben. Irgendwie muss ich auch den Flur... Was für ein Flur hat sie denn jetzt aufgenommen? Den oberen Flur oder den unteren Flur? Ich muss auch irgendwie... Was mache ich mit dem Vogelbad? Wahrscheinlich baden abends nicht allzu viele Vögel. Kaffee, nein. Und was ist mit dem... Dieb? Ich bräuchte vielleicht Brechstange für irgendwas. Können wir nicht einfach einen Schlüssel geben fürs Auto? Vielleicht ist ja da auch ein Schlüssel. Oder aufsperren? Das gehört mir nicht. Mann. Wir könnten ihn bedrohen. Hey, das ist kein Spielzeug. Ja, deswegen ja. Genau, deswegen habe ich es gesagt. Hier, nimm die Schlüssel. Vielleicht sind das die Schlüssel. Wo? Gib her! Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. So einfach geht's. Okay, ich muss hier einfach nur ein bisschen...
Bisschen komisch denken, muss ich. Es muss einer von denen sein. Okay, dann probier mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Brechstange. Was wollen wir mit der Brechstange? Den Kaugummi da wegkratzen? Okay, wir versuchen das in der nächsten Folge. Wir machen hier jetzt erstmal Schluss und sehen uns dann bei der nächsten. Und ja, alles Gute, Leute. Tschüss.